Drei Tage nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine sind noch immer Zehntausende auf Hilfe angewiesen. Rettungskräfte versuchen rund um die Uhr, Anwohner aus dem Flutgebiet zu holen. In der Region um Cherson steht das Wasser mehr als 5 Meter hoch. Die Behörden haben bisher mindestens 13 Tote gezählt. Noch immer ist nicht geklärt, wer für den Staudammbruch verantwortlich ist. Die Rettungsaktionen in der Region Cherson gehen weiter. Boot für Boot werden Menschen und Tiere in Sicherheit gebracht. Viele können immer noch nicht fassen, was passiert ist. Ein Mann berichtet, er habe seine Tochter zurücklassen müssen. Das Wasser kam bis hierher. Es gab eine Treppe, also rannten wir hinauf. Ich sagte nur noch: Natascha, das Wasser kommt. Bilder des russischen Katastrophenschutzministeriums. Sie sollen zeigen, dass die Evakuierungen auch in den russisch besetzten Gebieten auf Hochtouren laufen. Doch daran gibt es Zweifel. Menschen, die sich gestern von dort nach Cherson retten konnten, berichten: Ich dachte, alles würde überflutet werden. Hat Russland ihnen geholfen? Nein, dort hat mir niemand geholfen. Dann Schüsse in Cherson, Schüsse der russischen Streitkräfte. Der ukrainische Präsident wirft ihnen vor, die Katastrophe zu vergrößern. Die russischen Truppen hören nicht auf mit den Artillerieangriffen auf Gebiete, aus denen Menschen evakuiert werden. Leider gibt es bei diesen Terroranschlägen auch Verwundete. Die Bedingungen für Rettungsaktionen bleiben schwierig. Bislang sollen auf beiden Seiten des Flusses 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden sein.